Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, ich freue mich auf euch. Ein schöner Tag ist heute und lauter nette Leute. Hallo, hallo, Andrea und Toni sind auch da. Hallo zusammen, wir sind's wieder, Toni und Andrea aus dem Liedergarten. Wir haben uns ja so doll gefreut, dass ihr so viele Bilder geschickt habt. Das habt ihr ganz toll gemacht. Zum Schluss zeigen wir euch noch ein paar Bilder. Ich hoffe, eure sind dabei. So, das räumen wir schon mal wieder weg. Habt ihr auch wieder eure Zappelfinger dabei? Alle meine Fingerlein sollen einmal Tierlein sein. Dieser Daumen dick und rund ist ein dicker Schäferhund. Wie macht denn so ein Hund? Toni, weißt du's? Wuff, wuff, genau. Zeigefinger ist das stolze Pferd, ist wohl 1000 Taler wert. Und so ein Pferd, wie macht ein Pferd? Ihr könnt es wesentlich besser wie ich. Mittelfinger ist die bunte Kuh, die macht immer Mu, Mu, Mu. Ringfinger ist der Ziegenbock mit dem langen Zottelrock. Wie macht denn so eine Ziege? Das ist schwer, oder? Mäh, richtig. Und das kleine Fingerlein soll ein kleines Schweinhäut sein. Aber ein Schwein, das wisst ihr nicht, wie ein Schwein geht, oder? Toni, weißt du's? Also, ihr wisst aber auch alles. Super. Ihr merkt schon, heute geht es um Tiere. Schau mal, wir haben hier ein paar mit. Toni, setz es mal auf deinen Finger. So, was haben wir hier für ein Tier? Na, erkennt ihr es? Genau, ein Hund. Und wie macht so ein Hund? Genau, ganz klar. Wow, wow. Und was haben wir hier noch für ein Tier? Oh, den kennt ihr auch. Bestimmt kennt ihr den. So, Toni, setz den mal auf deinen Finger. Und was ist das für ein Tier? Ach, ihr schreit es ja schon. Ein Löwe, richtig. Und wie brüllt ein Löwe? Wollen wir alle zusammen laut brüllen wie ein Löwe? Wow, genau. So laut ist der Löwe. Und eins habe ich noch. Und das ist ein? Na? Ein Elefant. Und wie macht der Elefant? Oh, ja, die Kinder machen immer Tschorre. Naja, das haben wir von Benjamin Blümchen gelernt, noch? Genau, super. Prima, schaut mal, und ich habe hier ganz viele Tiere auf dem Boden. Habt ihr die auch schon gesehen? Toni, setz dich mal hin. So, da haben wir ein Elefant. Und das? Tiger, richtig, aber das kennt ihr bestimmt nicht. Doch, Krokodil. Und das? Der Löwe, richtig. Und das? Pferde. Und die? Die kleinen Schwarzen, na, wisst ihr es? Pinguine, richtig. Und die da? Das sind Bären. Und die? Ach, die kennt ihr ja sowieso. Das sind die kleinen Hasen. War ja gerade Ostern, ne? Da kommt der Osterhase. Schaut mal, und ich habe hier eine Röhre. Da sind auch Tiere drauf. Und da können wir verschiedene Tiergeräusche mitmachen. So was könnt ihr zu Hause auch basteln. Und zwar fragt Mama mal nach einer Küchenrolle. Dann macht ihr da ein bisschen Papier drum, malt sie schön an und dann habt ihr auch eine Röhre, um Tiergeräusche zu machen. Zum Beispiel, ratet mal, was das ist. Piep, 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 piep. Na, das hatten wir noch nicht. Nee, war kein Vogel. Genau, es war eine Maus. Oder dies hier. Quack, quack, quack.
könnte eine Ente gewesen sein. War aber ein Frosch. Ich bin nicht so gut, glaube ich. Vielleicht nehmt ihr jetzt eure Röhre und ich mache dazu Musik. So. Habt ihr eure Röhre? Ein Tier sitzt in der Röhre und macht sich winzig klein. Es singt sein schönstes Liedchen, wer könnte das wohl sein? Komm, wir machen alle zusammen eine Kuh. Muh, muh, super. Weiter geht's. Ein Tier sitzt in der Röhre und macht sich winzig klein. Es singt sein schönstes Liedchen, wer könnte das wohl sein? Könnt ihr besser, genau. Was war's? Ein Schwein. Tier sitzt in der Röhre und macht sich winzig klein. Es singt sein schönstes Liedchen, wer könnte das wohl sein? Eins weiß ich noch. Kikeriki! Kikeriki! Habt ihr heute Morgen bestimmt auch irgendwo gehört. Bei uns wohnt nämlich so einer. Genau, ein Hahn war das. Wollen wir noch eins? Ich weiß noch eins. Ein Tier sitzt in der Röhre und macht sich winzig klein. Es singt sein schönstes Liedchen, wer könnte das wohl sein? Achtung! Miau, miau, miau. Aber richtig, das war die Katze, genau. Die Katze, das war toll. Schaut mal, ich habe hier schon ganz viele Tiere hingelegt. Die stehen da immer noch. Und jetzt habe ich hier noch zwei. Und zwar, das ist einmal der Noah und seine Frau. Und eines Tages sagte Gott zu Noah, Noah, bau ein Schiff. Das muss ganz groß werden. So groß, dass alle Tiere und Menschen mit können. Und zwar von jedem zwei. Zwei Elefanten, zwei Löwen, zwei Tiger, zwei Bären und so weiter. Und sofort machte sich Noah an die Arbeit. Tannen und baue das Boot. 300 Ellen lang und 30 Ellen hoch. Gott sagte Noah, gib ihm den Namen Arche, Arche, Arche. Oben, mitten, unten kommt ein Boden hinein. Drei Etagen hoch soll die Arche sein. Gott sagte Noah, gib ihm den Namen. Zimmer und Menschen, Zimmer und Kammern für Menschen und Tür. Das kann man ganz toll mitspielen. Zimmer und Zimmer und Kammern für Menschen und Tier. Oben ein Fenster und unten die Tür. Ja? Probiert's mal. Zimmer und Kammern für Menschen und Tier. Oben ein Zimmer und unten die Tür. Gott sagte Noah, gib ihm den Namen Arche, Arche, Arche.
und wir streichen. Nehme dir Pech und streiche es ein. Niemals darf ein Tropfen Wasser hinein. Gott sagte Noah, gib ihm den Namen Arche, Arche, Arche. Gott sagte Noah, es kommt die Not. Du sollst es bauen, das Rettungsboot. Gott sagte Noah, gib ihm den Namen Arche, Arche. Das hört sich aber ganz schön schwierig an. Ein Boot bauen. Noah und seine Frau fingen an zu bauen und, ihr glaubt es nicht, sie haben es geschafft. Sie bauten und bauten, bis sie das Boot fertig hatten. Und als sie es endlich fertig hatten, da riefen sie die Tiere zu. Ihr dürft einsteigen, kommt herein. Komm, wir stellen die mal dahin, dann kippen die nicht immer um. So. Und die Tiere machten sich sofort auf den Weg. Alle mussten in die Arche. Mal gucken, was wir hier für Tiere haben. Die Elefanten, kommt herein, kommt herein. Alle Tiere dürfen in das Schiff hinein. Alle Tiere dürfen in das Schiff hinein. Krokodile, kommt herein, da kommen die Löwen und alle anderen Tiere, kommt herein, kommt herein. Alle Tiere dürfen in das Schiff hinein, alle Tiere dürfen das Schiff hinein. Als endlich alle Tiere eingestiegen sind, machte Noah die Tür zu und nun stand das Schiff da. Es dauerte gar nicht lange, da fing es an zu regnen. Und es regnete. Und es regnete. Genau. Nochmal. Es regnet, seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf. Regen könnt ihr auch spielen. Vielleicht habt ihr zu Hause Klanghölzer
oder Stöcker oder Löffel oder, also da könnt ihr euch was aussuchen. Mit den Klanghölzern ist es na klar einfach, schaut. Geht aber auch mit Löffeln. Es regnet, seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf. Und vielleicht mal auf den Boden klopfen. Ich klopf mal hier auf die Eiche. Es regnet, seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf. Es regnet, seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf. Es regnete und regnete und regnete. Und rund um unsere Arche, ich lasse es nochmal regnen, stieg das Wasser. Überall war Wasser. So. Nun schwamm unsere Arche auf dem Wasser. Ihr müsst euch aber unter Dach stellen. Ihr werdet ja ganz nass. So. Nun schwamm die Arche übers Wasser. Und die Tiere wurden so langsam ungeduldig und wollten wieder raus. Noah, wir möchten wieder aussteigen. Wann können wir endlich wieder raus aus der Arche? Und Noah sagte, überall ist Wasser, ihr könnt hier nicht aussteigen. Es dauerte noch ein paar Tage, dann riefen die Tiere wieder, Noah, Noah, wir wollen aussteigen. Da schickte Noah seine Taube los. Noah stellte sich oben aufs Dach und schickte seine Taube los. Sie flog, sie flog, sie flog, sie flog, sie flog und kam zurück. Hm, sagt Noah, sie hat nichts gefunden, kein grünes Blatt. Also haben wir immer noch Wasser, überall. Wieder ein paar Tage später schickte Noah die Taube noch einmal los. Sie flog, sie flog, sie flog von einem Kind zum anderen Kind, bis sie wieder zu Noah kam. Doch diesmal hatte sie einen grünen Zweig dabei. Den legte sie vor Noah hin. Da wusste Noah, das Wasser war gesunken. Hurra, alle Tiere können wieder aussteigen. Er machte die Tür auf. Und alle Tiere kamen wieder raus. Es muss, schade, jetzt können die Kinder mir gar nicht helfen. Vielleicht habt ihr ja zu Hause auch ein Schiff. Oder ihr baut euch eins aus Bauklötzen. Und Tiere habt ihr bestimmt auch. Ich hol mal erst alle Tiere wieder raus. So, prima. Ich glaube, die haben dann ein Fest gefeiert. Oh, wo sind die ganzen Tiere? Komm, ihr wollt doch alle raus. Der Elefant. Das Pferd, sind alle noch ein bisschen müde, legen sich hier im Rasen und lassen sich's gut gehen. Na, was fehlt denn noch? Noch ein Kaninchen und noch ein Krokodil. Und Noah und seine Frau, die steigen na klar auch aus. Den grünen Zweig legen wir hier hin und in der Mitte stellen wir unsere Kerze. So. Sie danken Gott, dass Gott die Arche mit Noah gebaut hat und dass alle Tiere gerettet waren.
hinein. Das war sehr schön. Zum Schluss wollen wir noch, wir lassen es einfach so stehen. Heute räume ich gar nicht auf. Heute finde ich das so schön, wie die Tiere da liegen. Wir singen einfach schon mal unser Abschlusslied. Ich gehe jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Haus. Der Toni geht jetzt, tschüss. Die Andrea geht jetzt, tschüss. Und alle Kinder gehen jetzt. Ich gehe jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt, du gehst jetzt, wir gehen alle jetzt nach Haus. Tschüss. Gleich seht ihr dann die Bilder. Tschüss. Komm, wir gehen zum Spielplatz, das ist toll. Komm, wir gehen zum Spielplatz, da fühle ich mich wohl. Buddeln, Matschen, Sandburg bauen und sich in die Höhle trauen. Komm, wir gehen zum Spielplatz, da fühle ich mich wohl. Komm, wir gehen zum Spielplatz, das ist toll. Komm, wir gehen zum Spielplatz, da fühle ich mich wohl.